Hallo aus Norwegen. Vom letzten Update habe ich kein Video veröffentlicht, da es keine Änderungen gab. Wie ihr hier seht, ging es da auf die Version 2020.40.9. Nun kam jetzt nur wenige Tage später das nächste Update auf die Version 2020.44.10.1. Lange Versionsnummer. Ja, aber das ist es. Ja, werfen wir doch mal einen Blick auf die Versionshinweise. Und da können wir lesen, es gibt Neues zu Autopilot-Fahrgeschwindigkeit. Sie können nun die Autopilot-Fahrgeschwindigkeit anpassen, indem Sie unter Fahrzeug-Autopilot-Fahrgeschwindigkeit eine der folgenden Optionen wählen. Geschwindigkeitslimit. Wird die eingestellte Fahrgeschwindigkeit entweder auf die Geschwindigkeitsbegrenzung der Straße, in Klammern angepasst mit dem gewählten Unterschied zur Fahrgeschwindigkeit, oder auf die momentane Fahrgeschwindigkeit stellen, je nachdem, welcher Wert höher ist. Der Unterschied zur Fahrgeschwindigkeit kann auf einen festen Wert, der für alle Straßen gilt, gestellt werden oder auf einen Wert in Prozent, welcher von der Geschwindigkeitsbegrenzung der Straße abhängt. Ja, dann haben wir da stehen momentane Fahrgeschwindigkeit. Wird die eingestellte Fahrgeschwindigkeit auf die momentane gefahrene Geschwindigkeit setzen? Hinweis, der bisher von Ihnen eingestellte Unterschied zur Fahrgeschwindigkeit wird nicht auf die neue Funktion zum Einstellen der Fahrgeschwindigkeit übertragen werden. Ja, das können wir uns ja direkt mal angucken als erstes neues Feature. Und zwar gehen wir in die Einstellung, Autopilot. Und dann seht ihr, hier haben wir das neue Menü. Was heißt neu? Also zumindest hier, das momentane Geschwindigkeit ist neu. Fahrgeschwindigkeit, klicken wir mal hier auf Info, beim Einschalten des Autopiloten wird die Fahrgeschwindigkeit wie folgt eingestellt, Geschwindigkeitslimit, Geschwindigkeitslimit der Straße, je nachdem steht wieder das, was dort eben auch stand und momentane Geschwindigkeit, die momentane Fahrgeschwindigkeit. Ja, das heißt also jetzt, man hat jetzt hier die Möglichkeit einzugeben, man will immer, wenn man die Geschwindigkeit, den Cruise Control oder den Autopiloten aktiviert, dass man entweder sagt, man nimmt einen festen Wert von, keine Ahnung, immer 4 km/h über der Geschwindigkeitsbegrenzung. Könnt ihr hier mal auf Abweichungen klicken. Dort steht, wenn die Fahrgeschwindigkeit das Geschwindigkeitslimit ist, so kann einer der beiden folgenden Unterschiede zum erkannten Geschwindigkeitslimit angewandt werden. Fester Wert. Ein fester Wert wird als Unterschied zum Geschwindigkeitslimit für alle Straßen angewandt. Prozentsatz. Ein Prozentsatz vom Geschwindigkeitslimit wird der Straße als Unterschied angewandt. Also, wenn wir hier fester Wert sagen und wir haben jetzt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 und man gibt hier plus 4 ein, so wie ich es jetzt gerade eingestellt habe, das heißt dann, er fährt 4 km/h, also drüber, über der Geschwindigkeitsbegrenzung, das wären dann 54 km/h, oder wenn du 100 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung hast, wird er 104 km/h fahren. Ansonsten kannst du hier Prozentsatz auch auswählen und dann, wenn du hier auswählst, zum Beispiel 4%, dann rechnet er hier unten automatisch um und siehst hier, wenn du 50 als Geschwindigkeitsbegrenzung hast, fährt er 52 km/h, bei 120 fährt er 125 km/h, dann kannst du hier entsprechend höher gehen und dir deinen entsprechenden Wert einstellen. Ich hier in Norwegen habe da 5% eingestellt, jetzt zum Testen. Und was es noch gibt, ist hier momentane Geschwindigkeit. Da übernimmt er die momentane gefahrene Geschwindigkeit. Ich denke mal, ich werde das jetzt zum Testen mal auf Prozentsatz stehen haben lassen. Dann gucken wir nochmal rein in die Versionshinweise wieder. Denn es gibt ja noch weitere Verbesserungen. Verbesserung bei Spotify. Spotify wurde aktualisiert, um das Auffinden und Abspielen von Inhalten aus Ihrer Bibliothek, welche nun auch gemeinschaftliche Playlists und Podcasts enthält, zu erleichtern. Mithilfe der unterbrechungsfreien Wiedergabe können Sie Titel aus Ihren Playlists nahtlos genießen. Ein hinzugefügter Spotify Home-Reiter wird Ihnen dabei helfen, neue Inhalte, die auf Ihre Hörvorlieben angepasst sind, zu entdecken.
Spotify synchronisiert auch mit anderen Geräten, auf denen Sie angemeldet sind. Um das Steuern der Wiedergabe im Fahrzeug mit Hilfe der Spotify mobilen App zu erleichtern. Ja, wunderbar. Für alle, die viel Spotify nutzen, sind das bestimmt super Verbesserungen. Ich nutze Spotify nicht so wirklich, weil ich habe Apple Music und ich, wenn ich im Auto Musik höre, dann meistens über mein Handy, über Apple Music oder eben Radio. Und dann haben wir hier noch weitere Verbesserungen. Verbesserungen der Mediasuchfunktion. Die Mediasuchergebnisse werden neu organisiert, um die Ansicht zu verbessern. Die Ergebnisse werden nun auf der Audioquelle basierend angezeigt und hervorgehoben, was es erleichtert, bei der momentan verwendeten Quelle zu verbleiben. Die Suchfunktion mittels Sprachbefehlen wurde ebenfalls verbessert. Dann haben wir noch Mediaquellen stehen. Sie können nun auswählen, welche Audioquellen im Media Player angezeigt bzw. verborgen werden. Wählen Sie Media Player, Einstellungen, Quellen, um die Quellen, die Sie nicht verwenden, zu verbergen. In den Mediasuchergebnissen werden Resultate aus verborgenen Medien ebenfalls nicht angezeigt. Das können wir uns ja gerade mal anschauen. Dann gehen wir hier in Medien. Dann haben wir jetzt hier bei Anpassen unter Quellen kann man jetzt hier auswählen. Wählen Sie maximal 7 aktivierte Quellen. Es gibt ja nur 1, 2, 3, 4, 5 momentan. Zumindest standardmäßig. Ja, dann kann man jetzt hier sagen, welche Quellen aktiviert sein sollen. Man kann zum Beispiel TuneIn deaktivieren und dann seht ihr da unten, TuneIn verschwindet und wenn ich es wieder aktiviere, ist es wieder da. Genauso Karaoke. Das könnt ihr eigentlich deaktivieren, weil das nutze ich eigentlich so gut wie gar nicht. Und so könnte man das halt auch mit Spotify in einem Telefon machen. Und dann findet man, wenn man hier auf Suche geht, und jetzt irgendwas sucht, zum Beispiel, ja, was können wir denn mal suchen? Gehen wir einfach mal Berlin ein. Enter. Oh, und dann kommt, sieht man jetzt hier Top-Ergebnisse, dann hier Songs, alle die mit Berlin, dann hat man hier Postkarten, dann sieht man halt auch davor das jeweilige Symbol des Dienstes, also hier TI für TuneIn. Da hat man hier Podcasts und Sender. Ja, gehen wir nochmal zurück in die Versionshinweise. Verbesserung Spotify hat man hier, Verbesserung Media, so Funktion. Mediaquellen hatten wir. Das war jetzt das mit dem Suchen und so. Und dann haben wir jetzt noch Sprachbefehleinstellungen. Sie können nun eine Sprache für Sprachbefehle auswählen, die sich von der Sprache des Touchscreens unterscheidet. Unter Fahrzeug, Display, Sprachbefehle. Und ansonsten gibt es noch, diese Version enthält kleinere Verbesserungen, Korrekturen. Aber das mit den Sprachbefehleinstellungen gucken wir uns mal an. Da müssen wir unter Fahrzeug, Display, Sprachbefehle gucken. Fahrzeug, Display. Und dann haben wir jetzt hier Sprache. Und dann seht ihr hier, kann ich jetzt für die Sprachbefehle zum Beispiel Norwegisch auswählen. Und dann kann ich mit meinem Auto Norwegisch sprechen. Kann man mal probieren, ob das funktioniert, ob es mich versteht auf Norwegisch. Habe ich noch nie probiert. Probieren wir mal. Opne vindu høgreside. Ja. Dann antwortet er mir auf Deutsch, Befehl nicht verstanden. Er hat mich auch verstanden auf Norwegisch, korrekt. Aber er hat es nicht ausgeführt. Befehl nicht verstanden, er kann wahrscheinlich das Fenster nicht öffnen. Ich habe gesagt, er soll das Fenster öffnen. Ja, gut. Aber ich stelle das mal wieder zurück auf Deutsch. Das ist dann noch ein bisschen einfacher für mich. Navigationssprache kann man auswählen. Man kann die Sprache für den Touchscreen auswählen. Und die Sprache für die Sprachbefehle. Das waren die Neuerungen hier in der neuen Version in der 2020-44-10.1. Ich finde tolle neue Verbesserungen. Und ich bin gespannt, was Tesla so noch in Zukunft für uns im Petto hat an Verbesserungen. Unsere Autos werden von Monat zu Monat eigentlich immer besser. Ich denke mal, zu Weihnachten wird sich Tesla da auch wieder noch nicht lumpen lassen und noch mal ein nettes Update raushauen. Ja, Full Self Driving habe ich ja nicht gebucht, soll aber
in Norwegen als nächstes, eines der nächsten Länder. Ich glaube, Kanada und Norwegen waren die zwei Länder, die Elon Musk auf Twitter genannt hat, die als nächstes die neue Full Self Driving Beta bekommen sollen. Das wird sicherlich spannend, auch wenn ich es dann selber leider nicht ausprobieren kann. Ja, ich danke euch ansonsten jedenfalls fürs Zuschauen. Ich werde natürlich nochmal den Autopilot in den nächsten Tagen wieder testen, ob da einige Verbesserungen dazugekommen sind zu den Verbesserungen, die jetzt hier genannt waren in den Versionshinweisen. Und mal gucken, ob der Autopilot sich gebessert hat, besser fährt, Schilder besser erkannt werden und so weiter. Werde euch dann natürlich davon berichten. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Grüße aus Norwegen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bitte abonniert meinen Kanal und betätigt die Glocke, dann werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten. Liken, kommentieren und teilen erwünscht.